Das könnt ihr ja beim Cover dann hören. Ich werde dir den Schlüssel für die Tür nicht geben. Niemals! Und so hört sich die Bossmusik hier an. Und das ist der sogenannte Echsenmann. Einmal Bumerang und dann greife ich ihn nur mit dem Schwert an. Ja. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, hat er 80 Leben. Oder 100. Eins von beiden, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, greife uns halt an. Und tot. Ja. 400 Erfahrungspunkte und 500 Goldmünzen. Fantastisch. Haben ja schon bald 2000, ey. Ah ja, und der Ex-Mann hat den Schlüssel jetzt geklaut. Fantastisch. Ja. Wie konnte der Ex-Mann den Schlüssel stehlen? So schlau ist er doch gar nicht. Vor allem, warum hat er ihn gestohlen? Er hatte doch keinen Vorteil von dem Diebstahl. Unglaublich. Sowas ist noch nie zuvor passiert. Oh, wieder neue Musik. Hallo. Hallo, Frau. Mit grünen Haaren. Und rotem Kleid. Willst du den Grund wissen, Maxim? Wer bist du und vorher kennst du meinen Namen? Ich kann die Zukunft sehen. Ich kenne deinen Namen und weiß genau, warum du hier bist. Wer bist du? Das ist nicht von Bedeutung. Willst du nicht lieber wissen, warum die Monster so stark sind? Naja, so stark waren die jetzt nicht aus, sondern jetzt nur der Echsenmann. Der hat ein bisschen was ausgehalten. Ja, sag mir warum. Hast du die rote Lichtkugel vor einigen Tagen gesehen? Ja. Die wir im Intro gesehen haben, ne? Alles, was bisher geschehen ist, kann auf das Licht zurückgeführt werden. Ich kann nicht glauben, dass eine Lichtkugel so viel Macht besitzt. Ich verstehe deine Zweifel. Die Zeit hat begonnen, sich zu verändern. Selbst unscheinbare Dinge können für die Menschheit bald zu einer großen Bedrohung werden. Warum erzählst du mir das alles? Weil du die Kraft hast. Die Kraft, das Böse zu bekämpfen. Wer, ich? Ja, du. Augenblick mal. Ich kämpfe zwar ganz ordentlich, aber so stark bin ich auch wieder nicht. Und sie denkt jetzt nur ihren Teil. Erzähl mir... langsam. Mein Gott. Erzähl mir mehr über die Lichtkugel. Ist sie ein dämonisches Wesen? Und sie ist schon wieder sprachlos. Alter Schwede. Wenn ich es bekämpfen soll, dann muss ich doch wissen, mit wem oder was ich es zu tun habe. Du bist nicht alleine. In dieser Welt gibt es noch andere, die gegen diese böse Macht kämpfen können. Ja, sie meint jetzt die Partymitglieder, ne? Du bist dazu auserwählt, die Welt zu bereisen, die anderen Kämpfer zu finden und das Böse zu bekämpfen. Eine Reise? Kämpfen? Ja, denn als die Lichtkugel erschien, war dein Schicksal besiegelt. Bringt die Lichtkugel tatsächlich Unglück über die Menschheit? Habe ich wirklich die Macht dazu? Er denkt das jetzt, ne? Deswegen ist der Rahmen jetzt so wellenformatig und da halt 3 Punkte, ne? Er denkt das jetzt, ne? Und jetzt ist der Rahmen wieder glatt. Ich kann dir nicht mehr erzählen. Es liegt ganz bei dir, ob du mir glaubst oder nicht. Du entscheidest, ob du deine Reise antrittst. Ja, ist ja fantastisch. Warte noch. Mein Name ist Iris. Ich bin hier, um deine Zukunft zu sichern. Wir werden uns bald wieder treffen. Ja, ist ja fantastisch. Ja. Oder ich mache doch nur immer einen Dungeon, weil das ist jetzt mein letztes Rollenspiel auf der Super Nintendo und ich will das ein bisschen genießen, aber ich kann noch zur nächsten Stadt noch gehen. Ja. Ich glaube, ich werde auch immer nur einen Dungeon machen. Ja. Ich will das Spiel wirklich genießen, weil das mein letztes... Erstmal das letzte Rollenspiel auf der Super Nintendo ist, deswegen will ich es genießen. Och, Motte. Du bist doch kein Gegner mehr. Wow. Wir machen Schaden an den Viechern, ey. Bam. Und tot. Geil. Okay. Tot bist du, Waldpilz. Natürlich werden die Gegner nachher, je weiter wir kommen, auch immer größer, ne? Die bleiben nicht so klein. Nee, es kommen noch größere und gefährlichere Gegner auf uns noch zu. Nicht so harmlos, nee, nee.
Es wird noch richtig spannend, glaubt mir. Ja, komm, die Echse mache ich auch noch ganz schnell. So, was sagt eigentlich der Junge jetzt zu uns? Das würde mich mal sehr interessieren. Das war wohl die Frau, die er meinte. Was hältst du von dieser jungen Frau? Irgendwie komisch, oder? Naja, sie kann halt die Zukunft vorher voraussagen, ne? Das ist ja nicht komisch. So. Und da oben konnte man schon die Tür sehen, wo wir den Schlüssel brauchen. Und da gehen wir jetzt auch durch. Schlüssel benutzt. Ja, und da ist schon die nächste Stadt. Und da oben, links von uns jetzt, wo die Treppe ist, ist auch schon der zweite Dungeon. Ja. Tarika. Und, oh Gott, es bebt. Oh, oh. Ja. Wow, dieses Erdbeben war enorm. Ich hasse Erdbeben. Sie gehen mir gewaltig auf die Nerven. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Oh, es gibt ja wieder neue Zauber zu kaufen. Sehr gut. Ja, stark habe ich euch schon erklärt. Tropfen ist unser allererster Angriffszauber. Kleine Wassertropfen fallen auf die Gegner. Ja. Und die Animationen werden auch immer besser von den Zaubern, ne? Ja, das habe ich euch auch schon erklärt. Und Narkose. Magischer Nebel schickt die Gegner in das Land der Träume. Ja. Aber der kehrt nicht immer. Das ist immer 50-50 die Chance, dass die Gegner eingeschläfert werden. Ja. So, dann werde ich hier noch ein paar Sachen kaufen. Zumindest ein paar neue Bumerange, wie auch immer. Und auch ein... Ach nee. Ich muss gleich im Offscreen mal ein bisschen Geld farmen. Ja. Werde ich auch recht tun dann. So, dann sprechen wir jetzt noch den Ältesten hier an. Genau den hier. Oh, entschuldige. Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr geschlafen. Diese Erdbeben. Jeden Tag. Das kann einen ganz schön schlauchen. Ich bin so müde. Muss mich kurz hinlegen. Ach, wie süß. Da ist jemand wirklich sehr müde. Der alte Mann spinnt. Er sagt, ein großer Fisch würde die Erdbeben auslösen. So ein Quatsch. Ich glaube, die Erdbeben werden von einem Riesen ausgelöst. Der Riese ist wütend, stampft auf den Boden und die Erde bebt. Klingt doch logisch, oder? Eigentlich schon. Naja. Okay. Mein Großvater behauptet, dass ein großer, böser Fisch die Erdbeben verursacht. Mein Großvater ist sehr schlau. Ja, und auch sehr müde, ne? Okay, das war's erstmal. Jetzt wisst ihr zumindest, was mein nächstes Spiel ist, was ich für euch jetzt playe. Und ja, ich hoffe, es wird euch auch sehr gefallen, so wie ich mich sehr auf das Spiel jetzt gefreut habe, das endlich zu Let's Playen. Oh ja, das ist auch eine sehr große Würde, das Spiel zu Let's Playen, weil das Spiel richtig geil ist. Also, beim nächsten Mal sehen wir uns in der Höhle oben. Ja. Beziehungsweise werde ich erstmal euch in der Stadt noch ein paar Sachen zeigen und dann gehen wir in die Höhle. Also, ich bedanke mich erstmal und habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.